Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Bandai Namco Games. Bandai. Cyber Connect 2. Bandai Digital. Now this world shall know pain. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Badass motherfucker. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie ein kleines Ründchen Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Ein kleines Let's Play, was ich unbedingt mal machen wollte. Ich habe mir so gezögert. Habe ich das Spiel schon oder habe ich das Spiel noch nicht? Ich. Auch jetzt irgendwie die Szene. Du hast das Spiel doch schon. Aber nein, ich habe das Spiel noch nicht. Ich habe ein paar Naruto-Spiele gespielt. In der Art und Weise. Ich habe Rise of a Ninja, das erste Spiel. Naruto Broken Bond. Und jetzt müsste ich mal gerade gucken. Was das andere jetzt war, was haben wir denn hier? Das müsste Ultimate Ninja Storm 1 gewesen. Hier Rise of Ninja habe ich hier. Broken Bond, ein richtig schönes Spiel gewesen. Und anscheinend habe ich kein anderes Spiel mehr. Naja, komm, das hatten wir schon. Komisch, irgendwie fehlt hier ein Spiel. Ist egal. Ja, Ultimate Ninja Storm 2. Und wir drücken jetzt mal Start direkt. Wir nehmen hier die Festplatte natürlich. Ich frag mich, wie das hier so gehalten ist, weil in Rise of Ninja hattest du ja so, da musstest du jeden einzelnen... Ich glaube, eine Demo habe ich davon mal gespielt. Kann es sein, die Demo? Ich glaube, die Demo habe ich mal gespielt. Weil mir das jetzt so bekannt vorkommt in der Art und Weise. Das kommt mir gerade echt verdächtig bekannt vor. Ah, ich habe das doch gar nicht gespielt.
Scheiße, doch, warte mal. Fuck. Einen Augenblick bitte. Ja. Der Skynet hat es natürlich voll drauf. Er ist natürlich der coolste Spieler, den es je gab. Er ist einfach der Beste. Von allen, die es gibt. Denn ich war heute im Laden und habe, oh guck mal, 20 Euro gibt es das Spiel schon. Könntest du dir eigentlich mal besorgen. Was hast du denn zu Hause liegen? Rise of the Ninja, Broken Bond, Ultimate 2. Ich glaube, ich habe eins zu Hause liegen, oder? Doch, ich glaube, ich müsste eins zu Hause liegen haben. Ja, was mache ich? Anstatt noch, als ich es mir gekauft habe, zu Hause war, anstatt mal in den Kisten zu gucken, ob es nicht schon da drinnen liegt. Nein. Was macht das Skyline? Er reißt die Verpackung auf und schiebt das Ding natürlich in den Laufwerk. Jetzt kam mir gerade dieses Anfangsscheiß hier sehr bekannt vor. Ich glaube, den Rest könnt ihr euch eins mal eins. Oh, das ist doch scheiße. Jetzt kann ich das Spiel nicht mal mehr zurückbringen. 20 Euro in den Sand gesetzt. Muss ich irgendwie. Yeah, komm, wir können es verlosen. Ich verlose einmal. Ich glaube, das werde ich mir überlegen. Vielleicht werde ich mal diesen Teil mal verlosen oder so. Ich habe keine Ahnung. Naja, jetzt fangen wir das Let's Play an. Ist egal. Wir machen ein neues Spiel. Als verdiente Punkte einschließlich SP und KP, Geld, freigeschaltete Charaktere und die Sammlungsdaten werden übernommen. Die Story-Fortschritte wird zurückgesetzt. Wirklich neu anfangen? Ja. Spielstand wird überschrieben. Neu anfangen? Ja. Wir machen das Let's Play nochmal komplett von vorne. Ich weiß auch nicht mehr, was da alles vorkam, wie es darum ging. Also, ich fand das halt von... Ja, ist in Ordnung. Ich fand's halt von Rise of the Ninja auf Broken Bond so geil. Was es am Anfang hat, musst du jeden einzelnen Move selber eintippen in der Art und Weise, musstest die ganzen Fingerzeichen halt auswendig lernen, diese Kombination und dann halt auch umsetzen im Kampf mittendrin. Und hier drückst du jetzt einfach nur einen Knopf und dann macht er das. Ja, das war meine Katze jetzt gerade. Als die drei heranwuchsen, wurde Sasuke ungeduldig. Er fühlte sich, Zeit der Trennung. Hungrig nach Macht ging Sasuke zu Orochimaru. Naruto versuchte erfolglos ihn aufzuhalten. Sasuke war weg. Und Naruto beklagte sein Versagen. Naruto gab Sasuke nicht auf. Er ging mit Jiraiya, um die Kraft zu erlangen, Sasuke zurückzuholen. 2,5 Jahre vergingen. Der Neunschwänzige kommt. Konoha wurde vom Neunschwänzigen angegriffen. Der vierte Hokage versiegelte ihn Naruto und stellte den Frieden wieder her. Der Weg zum Ninja. Naruto wurde angefeigt, Iruka verwundete, Naruto Team 7 zugewiesen. Team 7. Der Anführer von Team 7 war Kakashi. Sasuke und Sakura waren mit Naruto im Team und im Laufe der Zeit stärkte sich der Band zwischen ihnen. Sasukes Frustration. Die drei wuchsen heran, er fühlte sich nicht stark genug, seinen Bruder Itachi bestrafen zu können. Okay, das haben wir jetzt. Scheiße! ここより世界に痛み神羅転生あいさこはネクスカン。Wir lassen das natürlich auf Japanisch, ist klar. Oh.
一陣の風とともに少年は二度舞い戻る。一つは故郷の危機に無尽の力を持って、一つは決別の過去を超え新たなる希望を持って。懐かしいな。そうだの。全然変わってねえってばよ。ナムコンバンダイゲームズインク。おインツ。なんか見るもん全部が懐かしいってばよ。ったく、ガキじゃねえんだから、そうはしゃぐなっての。別にいいだろ、久しぶりなんだからさ。は、そういうガキなところは全く変わらんの。なあなあ、これからどこに行くんだ。まずはやっぱり一楽に。え？ナルト？ナルトなの？え？もしかして。さ、いつ帰ってきたのよ。久しぶりじゃない。うわあ、本当久しぶりだな。それじゃあ無事に修行は終わったのね。おう、俺ってばバッチリ強くなってっから、どんな任務でもドーンと任せろってばよ。そういう意味不明に自信あるとこ昔から変わってないのね、あんた。さて、積もる話はまた後でするとしてだ。とりあえず先に綱手んとこに向かうぞ。あいつに挨拶なしじゃ後で何言われるかわからんからの。あのさ、エロセンに、その前にちょっと里を見て回ったらダメかな。ん？久しぶりだからさ、うずうずして仕方ねえんだ。ったく、そんなのは後でだと言いたいところだが、お前にとっちゃこんなにも長く里を離れたことはなかっただろうからの。ふん、大丈夫です。ジュライア様、ナルトには私もついていきますし、責任持って屋敷まで連れていきます。おお、帰ってきて早々サクラちゃんとデート。違うっつうの。ならばわしは先に屋敷に行っておく。Also ich werde das jetzt nicht mit nachvertonen. 適当に里をぶらついてから屋敷に来い。Nicht nachvertonen, weil es steht ja alles da und ich möchte die Stimme halt davon nicht zerstören. Wenn ihr natürlich wollt, dass ich das nachsynchronisiere, dann soll es mir echt sein? それじゃあ適当にその辺回りながら Karten, Info, Kartentypen und umschalten.
Es gibt drei Arten von Karten. Bei freier Bewegung ist rechts oben eine Karte der aktuellen Position zu sehen. Mit der Back-Taste wird zur regionalen Kaste umgeschaltet. Kaste.